Hallo, ich bin Ulrich und der erste große YouTuber ist offensichtlich pleite. Dazu habe ich tausende, nicht, ich sag mal einfach 42 Fragen, die ich jetzt mal einfach formulieren möchte. Ich habe das Video jetzt dreimal, zum dritten Mal jetzt muss ich es jetzt gucken, weil es will einfach irgendwie nicht buttern mit dem ganzen Aufnehmen. Und wir starten das jetzt nochmal und dann mische ich mich mal jeweils ein. 4K weiß ich noch nicht, ob es klappt, aber ich muss mit der Auflösung auf jeden Fall auf 50p, auf 25p runter, weil ich das sonst hier mit Kamera, Mikrofon, Schienen und so weiter leider nicht wirklich anders auf die Kette kriege. Ich selbst beschäftige mich natürlich auf meinem Kanal mit Insolvenz. Mit Verbraucherinsolvenz. Wie bin ich ja überhaupt drauf gekommen? Und zwar muss mein Video wohl irgendwo, eins meiner Videos wohl irgendwo hier mit in dieser Liste auftauchen. Auf alle Fälle ploppte dieses Video, was wir hier jetzt sehen, bei mir im Analytics auf. Ich kenne den Typen nicht. Kapi, what else? Sagt mir überhaupt nichts. Ich müsste auch erstmal in die Top 100 Liste gucken, wo der überhaupt steht. Und wie viel der zu sagen hat überhaupt. So, ich muss mich auch entschuldigen hier für die ganzen Doppelbilder, aber es geht momentan nicht. Ich bin ja selbst nicht der Reichste. Und so ein Kontrollmonitor, ja, irgendwo fehlt er mir schon. So, aber jetzt starten wir mal dieses Video jetzt heute zum 42. Mal. Und insgesamt nehme ich es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal den Text auf. Ich arbeite auch mit, wie gesagt, zwei Kameras. So, okay. Jo, wir sind gerade nach dem Video. Ich habe bemerkt, das Video wird ein bisschen länger. Das heißt, das ist das Statement-Video zu den ganzen Zeitungsartikeln und zu der ganzen Geschichte, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Ja, guckt euch das Video bis Ende an. Ich hoffe, ihr versteht mich ein bisschen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja. Das sind die Zeitungsartikel. Es stimmt leider. Es passiert. Was passiert ist, kann man nicht mehr rückgängig machen. Ich bin auch selbst für alles verantwortlich. Ich habe auch viel, viel Scheiße selbst gebaut. Viel, viel Scheiße haben auch andere Leute gebaut. Aber im Endeffekt bleibt es an mir picken. Aber die Geschichte fängt schon ganz, ganz, ganz früher an. Und ich will euch einen kleinen Einblick da geben. Und das heißt, wir fangen vor 1,5 Jahren an, wo wir in Berlin gewohnt haben. So, ja, es stellen sich an dieser Stelle schon mal die ersten Fragen. Das ist, wenn ich das jetzt mittlerweile rausgehört habe, ein Österreicher. Ist das ein deutsches Insolvenzverfahren oder ein österreichisches Insolvenzverfahren? Ist das ein Verbraucherinsolvenzverfahren oder ein Regelinsolvenzverfahren? Hat er das Insolvenzverfahren angemeldet oder hat das ein Dritter für ihn über seinen Kopf hinweg, wie auch immer? Das erfährt man in diesem Video auch nicht. Das sind aber elementare Informationen. Also, ich habe so den Eindruck, der Boy hat nicht wirklich was gelernt. Aber ich weiß auch nicht, wie alt er ist. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Die Geschichte, wie es dazu kam, ja, das mache ich ja einmal im Jahresrückblick. Vielleicht habe ich das auch versäumt und ja. So, und jetzt, ich kann schon mal so viel sagen. Selbstständig heißt selbst und ständig. Ist ein Wortspiel, ja, da ist aber unheimlich viel dran. Und ja, ich bin ein gebranntes Kind, ich muss immer wieder mal zum Dings gucken. Da ist unheimlich viel dran an diesem Wortspiel. Und ich glaube auch nicht, dass man von YouTube wirklich leben kann auf Dauer. Warum das jetzt der erste ist oder waren schon andere vor ihm pleite? Wo sind die beiden Cousins geblieben? Alle Sterne, die ich am YouTube-Himmel habe verglühen sehen, sind meistens irgendwo bei 10.000 Abonnenten untergegangen. Da ist er ja weit drüber. Stellt sich die nächste Frage: Warum macht er denn überhaupt weiter? Fragen über Fragen. So, am liebsten würde ich ihn das natürlich selbst fragen, vor laufender Kamera, aber bei dem Größenunterschied, diese Top 100 YouTuber haben es meistens doch ein bisschen höher im Kopf. So, aber wir schauen mal weiter rein und prüfen mal auf so ein bisschen Logik einfach. Und auch natürlich auf Emotionen. Ich selbst weiß nur zu gut und am eigenen Leib, dass da viel Emotionen auch drin sind.
Also es fängt so an, wir waren ja damals bei ProSieben, bei Studio 71. Wir haben da ein Jahr eine Wohnung bekommen, for free. Das war genau zu unserer Halbzeit. Das heißt, wir hatten eine 350 Quadratmeter Wohnung und wir müssen keinen Cent dafür bezahlen. Aber nur für ein Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe. Und kein Cent dafür bezahlen, das wird mit Sicherheit nicht stimmen. Wenn ich das richtig weiß, sagt Tube One, Mediakraft und Studio 71, die sacken sich schon ordentlich Geld ein. Da müsste ich mich wirklich vertun. Also für free kann nicht sein. Das ist extrem unwahrscheinlich. Wir dann ausgenutzt. Ja, wir sind dahin gezogen. KS, Matthew und ich. Wir haben halt unseren Lifestyle gelebt. Wir haben so Unmengen von Geld gemacht. Also wir wussten gar nicht mehr, wo das Geld herkommt. Und wir haben es einfach rausgeschmissen für Urlaube, für Partys, für Luxus, für alles Mögliche, Mann. Wir haben einfach alles ausgegeben. Wir sind jeden Tag essen gegangen, wir waren jeden Tag einkaufen. Also wir hatten einfach Spaß. Und wann habt ihr gearbeitet? Wir hatten Spaß, aber ja. Denkst du, jetzt im Nachhinein seid ihr da einfach nur geflogen, hochgeflogen? Wir sind schon hochgeflogen, aber wir hatten halt keinen Boss, der uns da runterholen kann oder irgendwas sagen kann. Habt ihr das von irgendwem sagen lassen? Und wir haben uns auch von keinem Menschen irgendwas sagen lassen, weil wir das ja selbst erreicht haben. Ja. Und das war auch... Sonst wärt ihr auch scheinselbstständig gewesen. Hartz II, sagt man auf Deutsch. Auch schwierig. Das war schwierig, auch weil wir in einer neuen Stadt waren und wir uns gar nicht auskannten. Wir waren in einer neuen Stadt mit viel Geld. Wir haben einfach alles verprasst. Was machen so Jugendliche mit viel Geld? Verprassen das. Wir kannten uns auch nicht mit den Finanzen aus, ganz ehrlich. Also ich habe keine höhere Schule abgeschlossen oder so für Finanzen. Marcel schon. Marcel kennt sich da ein bisschen aus. Aber ich dachte immer, ja, wie lange mache ich das noch? Ein Jahr, zwei Jahre. Und wer will schon 100.000 Euro Steuern zahlen oder 200.000 Euro, je nachdem. Und ja, dann waren wir... Also war es jetzt doch das Finanzamt? Also ein Dritter, der über seinen Kopf hinweg die Insolvenz beantragt hat? In Berlin. Dann haben die irgendwie rausgekriegt, die Fans haben rausbekommen, wo wir wohnen, haben dann Steine reingeworfen. Habt ihr kein Impressum? Ins Fenster, da war immer eine riesige Versammlung. Wir mussten auch bei der Polizei Strafe zahlen und so, weil die dachten, hier ist irgendeine Demonstration. Obwohl das nicht so war. Gegenüber von uns war eine Schule und die haben, glaube ich, Matthew oder Marcel mal auf dem Balkon entdeckt. Und seit dem Tag war Hölle in Berlin. Hölle in Berlin heißt für dich? Oder was war? Es waren immer 1000 bis 1500 Fans vor der Tür, haben geklingelt, was raufgeschmissen, Steine reingeschmissen, mitten in der Nacht, wo wir dachten, was ist denn jetzt los? Also es war nicht mehr das schöne Leben? Es war nicht mehr das schöne Leben, nein. Da haben wir schon unseren Spaß und unsere Freiheit, die wir hatten bei YouTube, haben wir da schon verloren, eigentlich. Wir hatten keine Lust mehr, eigentlich Videos zu drehen. Und wir haben dann auch nicht mehr, wir haben auch die Videos nicht wegen Geld gedreht. Wir wussten gar nicht mehr, wo das Geld herkommt. Das heißt, wir haben so viel Geld verdient und so viel Geld ausgegeben. Immer wenn wir was ausgegeben haben, ist wieder neues Geld gekommen. Wir haben keine Sekunde daran gedacht, dass wir der Finanzamt irgendwas zahlen müssen oder wir hatten einfach Spaß an unserem Leben zu dem Zeitpunkt. Es hat aber euch niemand in dem Sinn beraten oder hat euch schon jemand gesagt, hey, ihr solltet euch zumindest 50% von den Einnahmen weglegen, weil Finanzamt, weil Sozialversicherung und Co. Haben die uns schon gesagt? Also. Stopp! Sozialversicherung bei Selbstständigen, also der da im Hintergrund, man sieht ihn ja nicht, er fragt hier ziemlich dummes Zeug. Als Selbstständiger bist du nicht sozialversichert. Du bist in einer privaten Krankenversicherung, lege ich einen Link unten so rein. Und die kostet ein Tausender im Jahr. Dafür ist sie aber unabhängig von ein Tausender im Monat, meine ich. Ja, so und da deckt sie aber auch bloß die Grundkosten mit ab. Wenn du dann ins Krankenhaus musst, musst du dann nochmal alles Mögliche selbst bezahlen. Da schlackerst du richtig mit den Ohren, was Privatversicherte zu zahlen haben.
Ich weiß leider, wovon ich rede. Pflegeversicherung. Was haben wir noch? Arbeitslosenversicherung. Bist du nicht drin? Da kommt er, glaube ich, gleich noch zu. Und was haben wir noch? Rentenversicherung. Da bist du auch nirgendwo drin. Wobei sich das bei mir auch nicht wirklich lohnt. Da will ich aber demnächst noch irgendwann mal ein Video zu machen. Wie hat Norbert Blüm immer gesagt, die Renten sind sicher. Nur die Höhe nicht. So, Sozialversicherung, die Frage alleine ist absolut dummes Zeug. Da fragt jemand, der auch irgendwie wohl noch nie wirklich selbstständig war. Okay, Finanzamt. Haben die uns schon gesagt, aber wir haben das nicht ernst genommen. Die konnten sagen, was die wollen. Wir waren auf uns selbst gestellt. Wir waren der eigene Boss und wir dachten uns, ja, die Steuern kommen irgendwann und wir verdienen bis dahin wieder Geld. Ja, genau so ist das richtig und das ist richtig gedacht. Ja, genau so. Die Steuern kommen und das nennt man rollierend. Das macht jeder Unternehmer so. Das ist vollkommen normal, was er da als falsch bezeichnet. Nein, das ist wirklich richtig. Du bildest schon Rückstellungen, aber nicht in diesem Sinne, dass du da jetzt, nehmen wir mal an, du kriegst 10.000 Geldeinheiten und davon packst du 5.000 Geldeinheiten auf das Kopfkissen, damit du dann das Finanzamt bar bezahlen kannst. Die lachen dich beim Finanzamt aus. Ich weiß gar nicht, ob die heute überhaupt noch eine Kasse haben, wo die Bargeld handeln können. Bargeld einzahlen bei der Bank geht auch nicht mehr so wie früher, ne? Das ist mit einem riesen Aufwand verbunden, Personalausweis und so weiter. Und noch ist es zumindest nicht unmöglich. Aber da brauchst schon Banken, die darauf spezialisiert sind, überhaupt noch Bargeld zu handeln. Die gibt es auch nicht mehr überall. Aber das, was er da schildert, ist vollkommen richtig. Das nennt man rollierend. Und es kommt immer wieder Geld, um die letzten zu bezahlen. Du gehst natürlich davon aus, dass du auf einem Level bleibst. Das ist schon klar. Und wenn du ein zyklisches Geschäft hast, ne, wo es dann zum Beispiel nur im Winter läuft, wo es nur im Sommer läuft, Kinos zum Beispiel, wo es nur im Winter läuft. YouTuber wissen das auch. Da sind wir wieder mitten im Thema. Die YouTube-Videos laufen im Winter. Im Sommer hast du immer ein Sommerloch. So, also das, was er schreibt, ist kein Fehler. Aus meiner Sicht überhaupt kein Fehler. Du bezahlst die Steuern immer aus dem, was wieder kommt. Das Finanzamt hat auch, zumindest das deutsche Finanzamt, unterschiedliche Rhythmen von einmal im Jahr, von quartalsweise bis monatsweise. Das ist ganz unterschiedlich. Das kennt ihr auch, wenn ihr angestellt seid. Habe ich ein Video zu. Kennt ihr das auch, dass ihr im Januargehalt, meistens machen die Geschäfte, die meisten Chefs ziehen das Ende Dezember gerade, ein paar Euro mehr kriegt als sonst. Also nehmen wir mal an, ihr kriegt immer 2000 Geldeinheiten. Dann wird euch, wenn ihr euch mal die Gehaltsabrechnung für Januar anguckt, auffallen, dass ihr im Januar dann 2010 Geldeinheiten kriegt. Das ist genau das. Die Lohnsteuer ist eine Jahressteuer, die aber monatlich bezahlt wird. Und in diesem Relationsprozess wird das einmal im Jahr gerade gezogen. Aber was er beschreibt hier, ist kein Fehler. Das würde ich sagen, ist völlig korrekt gedacht und sozialversicherungspflichtig ist er nicht. Gut. Was aber strohdumm ist, eigentlich. Also, ihr habt es auf die leichte Schulter, Auf oder die. du hast es auf die leichte Schulter genommen, ne? Genau, ja. Also, wo wir noch am Ende von Berlin, wo wir da in Berlin waren, ist kurz bevor wir nach Hause gezogen sind, ist auch mein Vater gestorben. Das war auch nochmal so ein richtiger Tritt ins Herz. Ich hatte dann gar keinen Bock mehr auf YouTube-Videos zu drehen und zu lachen. Das ging, glaube ich, so 3, 4 Monate war ich nur zu Hause bei meiner Familie. Ja, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Das war auch der erste Todesfall in meiner Familie. Ja, muss man da jetzt Mitleid mit haben? Das nennt sich Burnout. Private Krankenversicherungen schließen das in der Regel aus. Ich weiß jetzt nicht so genau, so ein Policenexperte bin ich da jetzt auch nicht, aber in der Regel schließen die so ein Burnout-Syndrom aus.
Und das ist das Risiko, was du als Selbstständiger eingehst. Und das ist das Einzige, wo ich sagen muss, dafür musst du Rücklagen haben. So 3 Monatsgehälter, sagt man, sollten unterm Kopfkissen liegen. Früher hat man gesagt, eine Bank räumt einem einen Überziehungskredit in Höhe von 3 Monats-Nettogehältern ein. Die sind bei ihm schwer zu bemessen. Da rückt er ja nicht mit raus, wie ob die Einkünfte jetzt gleich waren. Er sagt ja bloß, es waren viele, viele hohe, viel, viel, viel Geld. Wissen wir so genau nicht, aber grundsätzlich, wie gesagt, das nennt man Burnout. Da hätte er zum Arzt gehen müssen und dann, ja, erster Todesfall. Was mit Großeltern? Eltern? Ja, Eltern hat er ja gerade gesagt, der Vater ist gestorben. Der scheint auch recht früh gestorben zu sein, das ist korrekt. Aber das ist eigentlich, was er da erzählt, so eine typisch neoliberale, sprich evangelische Story. Als Katholik habe ich da nicht unbedingt allzu viel Mitleid mit ihm. Aber da er Österreicher ist, müsste er eigentlich selbst katholisch sein. Von daher, gut. Aber wie gesagt, ganz theoretisch und ganz sachlich betrachtet ist das Burnout, ist in der Regel nicht versichert. Und das genau das ist das Risiko, was ein Selbstständiger trägt. Ja. Und wenn du dich mit YouTube selbstständig machst, dann hast du das Risiko, du musst produzieren. Egal, ob du gerade Bock hast oder nicht. So, gucken wir mal weiter. Und ja, das war einfach viel zu schwer. Ich hatte viel zu sehr den Druck, dass ich YouTube-Videos machen muss, aber ich hatte gar keinen Spaß an YouTube-Videos zu drehen. Und ich wollte eigentlich nur mit meiner Familie sein, das was ich auch gemacht habe. 5, 6 Monate danach war ich nur mit meiner Familie, bis dann langsam wieder der Alltag zurückkam und ich bemerkt habe, dass ich eigentlich YouTube-Videos machen müsste. Und ich dann dachte, ich kann nur von Instagram leben, wo ich dann je mehr Instagram gemacht habe. Hat auch gut funktioniert, 1, 2 Jahre. Und habe dann noch weniger auf meine Finanzen aufgepasst und noch weniger habe ich mich um das gekümmert. Und ja, jetzt sitze ich da. Dann haben wir mit dem Producer da, was wir in Berlin kennengelernt haben. Der wollte dann ein Album mit Marcel machen, haben wir dann auch gemacht. Wir haben von unserem ganzen Geld, was wir erspart haben, haben wir in die Tour reingesteckt. Das heißt, wir haben den Tourbus vorbezahlt mit unserem eigenen privaten Geld. Marcel hat die Hälfte bezahlt, ich habe die Hälfte. Irgendwie kann ich jetzt gerade gar nicht mehr folgen. Jetzt hat er mit einmal doch also Erspartes. Okay. Gut, dass sich Selbstständige immer wieder neu erfinden müssen, ist völlig normal. Gucke man sich, ja, welche Unternehmen gibt es heute noch, die letzten 20, die 20, 30, 40 Jahre alt sind? C&A fällt mir mal gerade so als ein Unternehmen ein. Ja. Die haben die Jahre überdauert, aber die mussten sich auch immer wieder neu erfinden. Ne? Nokia gibt es ja heute nicht mehr, war ursprünglich, glaube ich, ein Stiefelproduzent. Mannesmann D2, die haben Röhren gemacht, machen heute Handyverträge. Die Reihenfolge geht jetzt munter so weiter. Ne? Kann man beliebig weiter fortsetzen? Ja, als Selbstständiger musst du dich immer wieder neu erfinden. Firmen gehen nicht pleite, weil sie Fehler machen, sondern weil sie zu lange das machen, was sie immer gemacht haben. Könnte man aus der Internet-Community en masse Beispiele aufzählen? Lycos, Yahoo Groups, ach, wie heißt, was ist von eBay heute noch über? Ne? Ist heute eine reine Händlerplattform und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, die Entscheidung, muss ich sagen, ist grundsätzlich richtig. Das ist unternehmerisches Risiko, was er hier schildert. Ja, und das muss er tragen. Das kann auch schief gehen. Was Elstur jetzt meint, weiß ich nicht. Bezahlt. Marcel hat seine CD-Dings, wie nennt man das? Sein Auflag, den CD-Auflag und so, die Fotoshootings hat alles Marcel bezahlt. Die Musikvideos hat er selbst bezahlt. Und da haben wir richtig, richtig viel Geld verloren. Aber wir dachten uns, der Typ hat uns ja versichert, dass wir am Ende des Jahres, wenn es chartet oder wenn wir Boxen verkaufen, dass wir das Geld wieder reinbekommen. Im Endeffekt
ist dann ein Jahr vergangen, wir haben die Bordellstour, wir sind die Bordellstour. Nein. Dann waren wir auf der Bordellstour. Da war schon so eine. Bevor die Bordellstour angefangen hat, war schon eine kritische Stimmung und so, weil ein paar Leute von mir haben mir gesagt, ey, der Typ ist falsch und so. Marcel war aber noch hinter dem Plan. Er sagte, ich will das Album droppen. Ich habe gesagt, ist kein Problem, wir können das alles machen. Nur wir müssen aufpassen. Aber wir haben den Vertrag schon bei ihm unterschrieben gehabt. Und im Endeffekt war dann so eine hitzige Stimmung. Der Producer da, Manager, Musikmanager, war halt auf der Tour gar nicht mehr dabei. Also wir sind die Tour ganz alleine gefahren. Der hat mit den Leuten von ihm, die sehr nett waren, gegen die Leute habe ich gar nichts. Das waren auch normale Arbeiter, die konnten nichts dafür. Wir sind dann die Tour gefahren für die Fans. Eigentlich wollten wir die Tour auch nicht fahren und ich hatte auch gar keine Motivation, eigentlich eine Tour zu fahren, weil das mit meinem Vater war ganze Zeit in meinem Kopf und ich wusste nicht, wie es meiner Familie geht. Ich bin immer von meiner Familie weg gewesen. 2-3 Jahre habe ich nichts von denen gehört. Halt schon gehört, ein paar, 2-3 Tage gesehen, aber nie wirklich so was unternommen. Dann sind wir auf die Tour gefahren, haben wir die Tour gemacht mit den Fans, alles super schön, gelacht, nichts anmerken lassen, geschauspielert eigentlich. Also eins quasi das andere ergeben am genau. Ende des Tages. Ich bin glaube ich immer, wir sind immer mehr in das Loch gefallen, also wir sind von ganz oben sind wir immer weiter runter in das Loch gefallen und aus dem Loch ist es richtig schwierig rauszukommen. Aber am Ende des Tages kann man sagen, hast du auch zu wenig gearbeitet, oder? Auf jeden Fall habe ich zu wenig gearbeitet. Ja, ich habe zu wenig gearbeitet, 100%. Da bin ich auch selbst schuld daran. Aber ich, wie ich schon gesagt habe, ich hatte keine Motivation und ich hatte keinen Kopf, jetzt lustige Videos zu drehen. Wo wir in Berlin bei dem Producer die ganze Tour und so bezahlt haben, haben wir ja unser Kapital für das Album quasi hergegeben. Und am Ende des Tages kamen, glaube ich, unterm Schnitt 5.000 Euro raus. Was wir von dem Album, von der Tour, von dem Merchandise, von allem drum und dran, kamen 5.000 Euro raus. Und wie wir das gesehen haben, ich und Marcel, wir saßen da im Wohnzimmer. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Es war so schlimm und so ich. Das war so eine Wut in mir auch, dass der Typ uns so krass verarscht hat, obwohl wir so gutherzig zu ihm waren. Wir haben ihm auch die Reisen bezahlt und alles. Weißt du, wo wir hingeflogen sind, wo Essen bezahlt. Wir haben immer Essen bezahlt. Der Typ hat nicht einmal sein Essen bezahlt. Auf jeden Fall kam dann raus, dass wir kein Geld von dem bekommen. Also 5.000 Euro, das müssten wir nochmal zweimal teilen, also 2.500 für mich und 2.500 für Case. Wir haben dann den Typen angerufen und haben gesagt, behalt dir die 5.000 Euro, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist falscher Stolz. Ich habe schon wegen 1.000 Euro Gerichtsverhandlungen geführt. Und auch, ja, unter 1.000 Euro sagt man eigentlich, soll man zumindest in Deutschland nicht zivil klagen. Das mache ich dann eigentlich auch immer erst, wenn es gar nicht anders geht. So, wenn einer dich wirklich 3-4 Mal hintereinander verarscht, dann, wobei eigentlich, wenn du den einmal verarscht worden bist, da hat er recht, tust ja mit ihm nichts, aber zu sagen, behalte die 5.000 Euro, wir wollen nichts mehr mit zu tun haben, das ist falscher Stolz. Das scheint mir hier auch ein falsches Verhältnis zu sein. Gut. Kannst du bitte unseren Vertrag auflösen? Und der Typ meinte dann so, ja, können wir machen und so. Hat immer gesagt, wir können das machen, wir können das machen. Kommt nach Berlin. Im Endeffekt sind wir nie nach Berlin gefahren oder geflogen, weil wir hier beim Anwalt waren. Wir waren beim Anwalt hier, haben mit ihm das erklärt, haben ihm alles vorgewiesen. Der Typ meinte dann, der Anwalt, dass wir in Berlin einen Anwalt brauchen. Das heißt, wir brauchen einen Berliner Anwalt, um das abzuklären. Aber wir hatten keinen Cent. Wir hatten keinen Cent mehr, wir konnten nicht mal nach Berlin fliegen, und damit wir den Vertrag auflösen. So, da.
So, stopp. Der Anwalt da offensichtlich in Österreich, Hut ab, muss ich wirklich sagen, Hut ab. Also ein Mandat abzulehnen, das musst du dir als Anwalt erstmal leisten können. Weil da gibt es jetzt tausend Sachen zu sagen oder 42 Dinge zu erwähnen. Zum einen, wenn du Mandanten abweist, dann ist er erstmal beleidigt und erzählt das grundsätzlich eventuell auch noch weiter. Natürlich das Risiko, einen Prozess zu führen, den du nicht gewinnen kannst, ist auch wieder ein Problem, weil das auch das Mandanten unter Umständen weitererzählen. Negatives Publicity. Muss man Publicity um jeden Preis positiv haben? Ich weiß es nicht. So, aber sich leisten zu können, Mandanten abzulehnen, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Da vor dem Anwalt muss man wirklich sagen, ja, richtig gemacht. Was will er auch als österreichischer Anwalt? Nach deutschem Recht kann er nichts ausrichten. Ne? Er kann allerdings schon als Korrespondenz und so weiter die Verbindung zu einem Berliner Anwalt und so weiter herstellen. Das macht unter Umständen auch Sinn. Aber mit Korrespondenzanwälten hatte ich ja ein Gerichtsverfahren hier. Da war vom Kläger der Unterbevollmächtigte. Der war dann da. Und der konnte natürlich dann auch nichts mehr entscheiden. Und die negative Publicity hat er jetzt. Die Videos werden dummerweise geguckt. Ne? Weil ich mich dann auch vor den Richter stelle und sage, entweder erklärt der Kläger für erledigt oder das wird entschieden. Ich will ein öffentliches Urteil haben. Gibt es natürlich, dazu gibt es jetzt Dutzende Links, die ich unten da, die Linkliste wird wieder so lang. Gut. Also der Anwalt in Österreich hat erstmal vollkommen korrekt gehandelt, aus meiner Sicht. So, wir hatten nicht das Geld, um nach Berlin zu fahren. Also Leute, ich habe gestern, als ich das Video erstmals gesprochen habe, habe ich nachgeguckt. Wie weit ist Linz? Da sitzt er offensichtlich denn von Berlin weg. Und das sind 600 Kilometer, ist genauso weit wie von hier nach Berlin. Und mit wie heißen sie? Mitfahrgelegenheit der E oder BlaBlaCar oder so irgendwie. Da gibt's, bin da nicht auf dem Laufenden. Als ich das noch aktiv gemacht habe, war hieß es Mitfahrgelegenheit der E. Gab es diese Faustregel 5 Euro pro 100 Kilometer. Sind bei 600 Kilometern 30 Euro. Ich muss 30 Euro investieren, um 5.000 Euro zu kassieren. Also irgendeinem von uns beiden fehlt hier der Realitätsbezug. Oder er erzählt nicht alle Details. Das sind ja auch Schnitte in dem Video, kann ich so nicht sagen. Dann ist er ja offensichtlich in Linz bei seiner Familie. Ich kenne solche Situationen am eigenen Leib. Du stehst da und guckst, habe ich noch eine Pfandflasche? Ne? Wie viel Hartgeld habe ich noch im Portemonnaie? Kann ich mir noch ein Toastbrot und ein Glas Marmelade leisten? Halte ich jetzt nicht hoch. Marmelade. Ja, gut. Toastbrot habe ich jetzt nicht hier. Oh, liebe NLP. Kenne ich. So, ich weiß aber auch, dass ich auch schon hier, wo ich jetzt bin, angerufen habe und sage, Mama, du musst mir 50 Euro in den Umschlag stecken. Und der muss zwingend eigenhändig sein. Ja, und nachdem die Benachrichtigungskarte dann nämlich im Briefkasten war, war der Briefkasten bei mir auch aufgebrochen. Aber ja gut, ich habe den Brief dann doch gekriegt mit dem Geld entsprechend drin, weil sonst hätte ich nicht mehr nach Hause kommen können. Ging nicht. Ich kenne solche Situationen, ja. Aber wenn du nach einer Lösung suchst, findest du auch eine. Und er beschreibt ja, dass er bei seiner Familie ist und die sollen ihm die 30 Euro nicht leihen können, um nach Berlin zu fahren. Grundsätzlich würde ich sagen, was das Klagen angeht, müsste er eigentlich in dieser Situation auch Anspruch auf PKH haben. Weiß ich nicht, ich bin kein Rechtsanwalt. Müsste man durch einen Rechtsanwalt, da müsste man mehrere Details zu wissen. Ich kann es sowieso nicht beurteilen, da ich kein Jurist bin. Aber ich weiß auch nicht, wie das innerhalb Europas aussieht, wo dann der Gerichtsstand ist. Bei Verfahren zwischen Selbstständigen, und da haben wir es hier ja tun, kannst du den Gerichtsstand frei vereinbaren. Also jemand, der in München sitzt, in Berlin aber und der andere sitzt in Berlin, die können sich auf den Gerichtsstand Hamburg einigen. Ja, das geht.
Bei Privatleuten geht das nicht so einfach. Aber grundsätzlich, warum sollte er keine PKH kriegen? Ich weiß es nicht. Ist mir ein Rätsel. Gut. Gucken wir mal weiter. Also wie gesagt, der österreichische Anwalt hat sich korrekt verhalten aus meiner Sicht. Und alles andere sind aus meiner Sicht vollkommene Ausflüchte, die so, wie es da dargestellt wird, zumindest nicht plausibel sind. Haben wir halt das Thema komplett gelassen. Also wir haben uns nie wieder mehr bei ihm gemeldet. Wir dachten uns einfach, ja, ist passiert, kann man nichts dagegen machen. Wir haben dann versucht. Dabei fällt mir ein, wovon habt ihr denn eigentlich die 6 Monate gelebt, wo du Burnout hattest? Versucht, Kooperationen reinzukriegen, haben mit Instagram Kooperationen gemacht, haben ein paar YouTube-Videos, ein paar Werbevideos gedreht. Wir hatten auch zu dem Zeitpunkt, wo wir von Berlin weggezogen sind, hatten wir auch den Vertrag mit Studio 71 nicht mehr, die uns die ganzen Werbedeals, wo wir so viel Geld verdient haben, gegeben haben. Gut, dazu muss man wissen, das ist wahrscheinlich korrekt. Das nennt man in der Betriebswirtschaftslehre Inner Circles und Outer Circles. Die sogenannten Werbedeals, die er hier anspricht, das läuft zumindest hier in Deutschland über roundabout 2-3 Agenturen. An die großen, Samsung, Ferrero, wie heißt es hier, Carlsberg habe ich hier gerade stehen, kommst du so nicht ran. Da haben die auch das Know-how in den Firmen nicht für. Ne? Keine Chance. Das läuft über die drei, über die Big Player, über die Inner Circles. Die machen das Geschäft. Und Studio 71, Tube One und wie sie alle heißen, das sind halt alles Funk, habe ich noch ganz vergessen. Alles Sachen, die aus irgendwo vorgegangen sind, wo diese Beziehungen gewachsen sind. Blatt, sagt man auf Russisch auch. Kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Ihr braucht auch nicht ins Wörterbuch zu gucken, da steht Eno und Fug drin, was dieses Wort angeht. Blatt trifft es hier ganz gut und Tube One, Studio 71 und so weiter, die haben halt diese alten Connections zu diesen großen Playern und so kommst du an die wirklich großen ran und anders geht's nicht. Eine Firma Panasonic, die hat einfach das Know-how nicht, mit einem Einzelnen zu kommunizieren. Das ging bei mir so weit, als ich noch Reklame gemacht habe, dass mein eigener Arbeitgeber vor meinen Videos Reklame schaltete und ich da stand und nichts machen konnte. Ich habe es über den Betriebsrat, ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt. Nee, die schalten die Reklame über diese Agenturen und die Agenturen schalten sie über YouTube. Als Mitarbeiter stehst du davor und kriegst das Geld, kommst nicht an deinen eigenen Arbeitgeber ran. Das ist kein Witz. So. Und ohne diese Netzwerke. Ich würde mal sagen, das sind Träumereien. Instagram kenne ich nicht weiter, ob man da überhaupt irgendwelche Connections aufbauen kann. Kleine Firmen haben teilweise das Know-how, müssen dann aber auch gucken, wie sie ihr Geld verteilen. Und regelmäßig hast du dann als kleiner YouTuber aber auch wieder den Workflow nicht, um das so zu machen, wie die das wollen. Da kann ich euch mal ein fremdes Video von Cerobrain reinlegen, anlässlich seines 30.000. Abonnenten. Da schildert er das auch, was die Firmen so für Erwartungshaltungen haben. Ja. Wie gesagt, an die Großen kommst du nicht ran. Und die Kleinen haben Erwartungshaltungen, die du eigentlich nicht erfüllen kannst. Das heißt, du sitzt immer zwischen allen Stühlen. Gut, gucken wir mal weiter. Das heißt jetzt, wir sind hier ganz allein in Linz. Wir sind zurückgekommen nach Linz und waren ganz allein auf uns gestellt. Wir mussten uns die Werbedeals reinholen. Ich denke, Familie war da. Wir mussten alles gucken, was geht. Und wir hatten aber keine Lust, das zu machen eigentlich, weil uns der Typ so krass geschädigt hat. Also, wenn ich jedes Mal aus dem Kellerfenster springen will, wenn mich einer geschädigt hat, ich habe als Selbstständiger jedes Jahr eine Klage gehabt. Völlig normal. Ne? Du bist zum Schluss im Gerichtssaal schon fast zu Hause. Das Klagen geht dir irgendwann so in Fleisch und Blut über und glaubt man nicht, dass das kleine Namen sind. Da sind Namen wie Samsung und Ferrero bei.
Dann sind wir nach Österreich zurück. Ich dachte mir, okay, das gibt's nur in Berlin. Also der Betrüger gibt's nur in Berlin. Wir sind nach Österreich zurück zu unseren Freunden. Ich bin schon fast auf der ganzen Welt Opfer von Betrügern geworden. Vornehmlich in Russland, aber da war ich halt auch sehr häufig. Ne? Aber ich habe auch in Kuba schon Betrug erlebt und auch in Brasilien und wo ich sonst schon so war. Also Betrüger, das ist naiv. Betrüger gibt's auf der ganzen Welt. Wir hatten noch ein bisschen Geld. Von den neuen Werbedeals sind wir zurückgekommen. Da habe ich dann auch einen Typen kennengelernt, mit dem wir dann eine Firma gegründet haben. Also ich, Marcel und der andere Typ, will jetzt keine Namen sagen, ist auch egal. Ist auch schon wieder passiert, kann man auch wieder nichts machen. Wir haben dann eine Firma gegründet, dass wir das alles, die Finanzen schön klären, Papierkram, alles schön. Also wir wollten den Typen eigentlich nur, wir haben mit dem Typen die Firma gegründet, nur dass er sich um das kümmert. Also wir machen die ganze Arbeit, YouTube-Videos, Instagram, Musik, also wir machen alles selbst und er soll sich nur um den Papierkram kümmern und mit dem Finanzamt cool sein und denen das Geld überweisen, das sie wollen. Das nennt man einen Steuerberater, wenn ich das richtig weiß. Es gibt zwar auch Unternehmensberater, ja, aber im Wesentlichen braucht der Junge einen Steuerberater, würde ich sagen. Und keinen Unternehmensberater erstmal, wenn so habe ich das verstanden. Das, was er da jetzt gerade genannt hat, konkret aufgezählt hat, sind die klassischen Aufgaben eines Steuerberaters. Ja, gut, gucken wir weiter. Dann haben ich und Kiris in 2 Monaten so 200.000 eingenommen, damit wir die Insolvenzsache, die jetzt besteht, bezahlen können. Im Endeffekt wurde aus dem nichts. Demnach waren sie vorher auch schon zahlungsunfähig, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Das Geld ist verschwunden, der Typ ist verschwunden und wir hatten denselben Käse-Scheiß wie in Berlin, hatten wir hier in Österreich auch noch. Das heißt, es ist in 2 Jahren zweimal hintereinander passiert, dass uns irgendwelche Typen, Betrüger, Geld geklaut haben. War es dann irgendwann mal so der Moment für dich da, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr? Ja, schon, ja. Kein Bock mehr auf alles? Kein Bock mehr auf alles. Ich wollte eigentlich einfach weg. Aber du konntest nicht weg. Du konntest nicht weg. Weiß nicht. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich konnte auch nicht schlafen. Ich hatte heftige Schlafstörungen. Gut, kann ich bestätigen, auch da kam aus meinem sozialen Umfeld beim Schlafen, du knirschst mit den Zähnen. In dieser Phase der Zahlungsunfähigkeit, wenn man wirklich nicht mehr weiß, wie es weitergeht und irgendwie, es kommt zwar immer noch Geld, man arbeitet immer noch und man lebt irgendwie so von der Hand in den Mund und man weiß, aber da ist dann wirklich dieser Moment erreicht, wo auch das Rollieren mit dem Finanzamt irgendwann nicht mehr funktioniert, wenn es einfach nicht mehr läuft. Es ist schwierig, da hat er recht, diesen Schlussstrich zu ziehen. Aus der Selbstständigkeit raus, aus dem Hartz II ins Hartz I hinein, das ist der übliche Weg. Aber diverse Institutionen in Deutschland sorgen aber immer und immer wieder dafür, dass Hartz I einen sehr, sehr schlechten Ruf hat. Ja, mitunter nicht ganz zu Unrecht. Aber das ist der übliche Weg. Hartz II, Hartz I, Festanstellung. Zumindest in Deutschland. Und ich sehe nicht, dass das eine Zukunft hat. Aber dazu weiß ich zu wenig über den Kanal. Okay. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja, und das sind halt die schlaflosen Nächte. Das kenne ich auch. Ja, und das Hartz IV-Amt, wer jetzt denkt an Hartz IV... Als Selbstständiger kriegst du kein Hartz IV. Das steht zwar auf dem Papier und das steht da schön und gut. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Aber die haben 1000 Gründe, ich sage immer 42 Gründe, dich abzuwimmeln. Und dann sitzt du auch immer wieder in dieser Zwickmühle. Das Hartz IV-Amt sagt, sie dürfen ihr Gewerbe nicht abmelden. Sonst behandeln wir sie so, als wenn sie gekündigt hätten. Da redet er gar nicht von. Aber das kann in Österreich anders sein als bei uns. Ja, und irgendwann sagt der Gerichtsvollzieher dann, ja Moment, Sie müssen Ihr Gewerbe abmelden.
Und da sitzt du zwischen allen, und dann sitzt du endgültig zwischen allen Stühlen. Da hat er vollkommen recht. Und du weißt wirklich nicht, wie es noch weitergehen soll. Ne? Das ist dieses alte Ding, das kennt man, ja, wenn du ein Restaurant machen willst, einrichten willst, dann kommt die Berufsgenossenschaft und sagt, wir wollen möglichst rilligen Boden, damit keiner ausrutscht. Und da kommt das Gesundheitsamt und sagt, wir wollen möglichst glatten Boden, damit man den hygienisch reinkriegt. Ja. Und du sitzt dazwischen. Du fragst dich ja, die spinnen die Römer. Das ist ungefähr das, kann ich aber auch bestätigen, was er da sagt, dass du schlaflose Nächte hast, weil du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll. Du hast wieder Kunden am Hals, die du erst verklagen musst. Klagen ist immer mit Aufwand verbunden. Dann weißt du nicht, ob du PKH kriegst. Und Klagen dauert auch. Du musst Kopien machen ohne Ende. Und jede Kopie fünfmal und so weiter. Das kann ich jetzt wiederum nachvollziehen. Du sitzt zwischen allen Stühlen. Ja, da hat er recht. Und ich habe das nicht geglaubt, dass das zweimal hintereinander passiert ist. Ich dachte schon bei dem ersten in Berlin, dass der uns so betrogen hat, dachte ich mir, es geht nicht mehr noch tiefer. Und dann sind wir aber zurückgekommen und der Typ hat nochmal eine Schütte draufgelegt. Und eigentlich bin ich froh, dass das passiert ist mit Insolvenz und alles, weil ich das jetzt sagen kann. Und um das klarzustellen bei der Insolvenz, das ist ja ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, heißt es. Also ist es wahrscheinlich eine Regelinsolvenz, weil das Unternehmen wohl doch noch sanierungsfähig ist. Wir wissen zu wenig darüber, was es jetzt genau ist. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Es gibt ein zweites Video, was wir uns heute nicht mehr angucken werden. Das möchte auch ich dann aus. Da taucht Peter Zwegert aus Berlin auf. Und das ist ein Privatinsolvenzmensch. Ein Verbraucherinsolvenzmensch. Der hat mit Regelinsolvenz hat er nichts zu tun. Von daher, das ist alles wieder ein bisschen merkwürdig. Aber auf alle Fälle ist es eine Fremdverwaltung. Da wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Das wird er gleich sagen im Vorgriff. Das ist in der Regel ein Rechtsanwalt. Das ist aber meines Wissens nirgendwo festgeschrieben, dass das zwingend ein Rechtsanwalt sein muss. Aber meistens sind es Rechtsanwälte und die handeln wie Rechtsanwälte. Gut. Also Insolvenz ist halt Insolvenz. Jeder Mensch kennt Insolvenz, glaube ich. Aber das, was bei mir ist, ist eine Sanierung. Ja, darum gucken sich ja auch so viele Leute meine Videos an, ne? Weil sie alle genau wissen, wie es läuft. Ja, genau. Verfahren, das heißt, die geben mir eine Anwältin und die kümmert sich jetzt um meine Finanzen, bis das geklärt ist. Also ich will auch 100% bezahlen. Es ist nicht so viel, wie in den Zeitungen berichtet wird. Ich habe schon einen Teil angezahlt und der Rest kommt jetzt auch die nächsten Monate noch rein. Gut, nicht jeder Gläubiger meldet zu Tabelle an. Siehe Video. Siehe entsprechend mein Video, was ich wieder unten reinlege. Von daher sind diese Diskrepanzen zu erklären. In der Regel, es kann auch mehr werden. In der Regel wird es aber weniger, weil gar nicht jeder Gläubiger sich die Arbeit macht. Gerade wenn es ein Nullplan wird, aber vom Nullplan ist hier ja nicht die Rede. Alles zurückzuzahlen, was soll denn das Insolvenzverfahren? Wenn das geht, gibt es kein Insolvenzverfahren. Also das ist nach deutscher Logik unlogisch, vollkommen unlogisch. Wenn ich ein Insolvenzverfahren anmelde, kann ich nicht mehr alles zurückzahlen. Ja? Im gewerblichen Bereich gibt es auch noch dieses, ja, Vergleichsverfahren. Da ist es aber in den letzten Jahren ruhig geworden. Da gibt es noch unterschiedliche. Das ist nicht, wie er sagt, das kennt jeder. Nee, so einfach ist es leider Gottes nicht. So, aber wir gucken mal weiter. Wenn er alles zurückzahlen will, warum gibt es dann überhaupt ein Insolvenzverfahren? Warum? Was soll der Blödsinn? Dann ist es absoluter Humbug. Ist ein Hinweis darauf, dass das irgendeiner über seinen Kopf hinweg angemeldet hat. Das ist üblich, auch in Deutschland üblich. Ja, wir gucken erstmal weiter. Wenn ich ein paar Deals noch am Start habe. Ja, ist eigentlich nichts Schlimmes. Es hört sich immer nur schlimm an.
Ich war selbst geschockt, als ich das in der Zeitung gesehen habe, dass die so viele Menschen sich für das interessieren und so viele Menschen Scheiße eigentlich reden. Tja, wir interessieren uns auch für die Pleite von Boris Becker. da ist jetzt nun schon so viel Zeug drüber, das weiß man eigentlich, warum. Warum interessiert man sich für eine Scheidung am britischen Königshaus? Was soll das, ne? Wen juckt das? Oder hier in Belgien. Der belgische König ist Rad gefahren am 1. Mai, hat eine Radtour gemacht. Ja, dabei hatte er keinen Helm auf. Warum interessiert man sich dafür? Ja, und die Schlaumeier hast du immer. Die tauchen selbst bei meinem Mini-Kanal tauchen die auf, die alles besser wissen. Ich lege euch mal einen Link dazu so einem rein, der mir kräftig mal so auf den Nerv gegangen ist, dass ich da ein Video zu gemacht habe. Ja, damit muss er leben, das gehört mit dazu. Gut, das lernt man dann. Grundsätzlich, was er sagt, so schlimm ist es gar nicht. Ja, das weiß man auch. Wenn ein Unternehmen erstmal zahlungsunfähig ist, also in den USA, da kennt ihr den Begriff Gläubigerschutz, heißt es da. Dann geht es eigentlich auch wieder bergauf. Und das hatten wir kürzlich hier beim Thema Auto. Da sagte auch einer meiner Kollegen, wie kannst du dir so ein Auto leisten? Du hast arm zu sein. Ja, und das ist genau das, was viele nicht begriffen haben. Das hat er hat also mittlerweile erkannt, dass viele das nicht begriffen haben. Wenn du einmal in der sogenannten Wohlverhaltensphase bist, kannst du ja Kapital wieder aufbauen. Eben weil du nicht 100% zurückzahlst. Das heißt, in meinem Fall könnte es jetzt doch wieder darauf hinauslaufen, dass es doch wieder nahezu 100% werden. Aber dazu mache ich dann eigene Videos, die sind aber noch nicht, das ist noch nicht so weit, dass es spruchreif ist. Okay. Ja. Hast du dir die Kommentare in den Social Media auch durchgelesen? Von wegen, wieso bekommt er die Chance, mit 20% wegzukommen in einem Insolvenzverfahren und danach einfach wieder weitermachen will? Die Frage ist Humbug. Die Frage ist absolut stupid. 20%, in Deutschland sind es 30%. Dann kannst du das Insolvenzverfahren von 6 Jahren, also die Wohlverhaltensphase, jetzt fange ich auch schon an, dann kannst du die Wohlverhaltensphase von 6 auf 3 Jahre verkürzen, wenn du 30% schaffst. Und du musst aber auch das Verfahren noch bezahlen, was auch nochmal mit, irgendwie 2, 3, 4, 5.000 Geldeinheiten zu, also Geldeinheiten ist ja hier Blödsinn, irgendwo so 2.000 bis 5.000 Euro nochmal kostet. Das ist abhängig davon, ich habe bei mir auf dem Kanal, ihr findet Kommentare, wenn ihr mal ein bisschen durchscrollt, da reden auch Leute von 40.000 Euro und so weiter. Ja, im Regelinsolvenzverfahren ist das durchaus drin. Ne? Und da findet sich auch in den Linearmedien etliches. So, aber darum macht man ja die Insolvenz, um eben genau nicht 100% zurückzubezahlen, weil man das nicht mehr kann. Und das ist genau da, das ist genau das, was ich gerade schon ansprach. Warum meldet er Insolvenz an, wenn er doch alles zurückzahlen will? Die Fragen sind offen, ob er sich auf ein Gespräch mit mir einlässt. Ich glaube eher nicht. Aber wir schauen mal. Die Leute verstehen da was falsch, oder? Bei einem Insolvenzfall oder bei einem Sanierungsplan ist es so, dass man seine ganzen Schulden von der ganzen Welt, wo du Schulden hast, werden zusammen in den Topf geworfen. Und dann musst du 20% von den Schulden bezahlen und dann bist du quasi frei. Plus das Insolvenzverfahren. Aber das ist bei mir nicht so. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will die 100% zurückzahlen. Warum hast du dann Insolvenz angemeldet? Ich kann gerne einen Sanierungsplan machen, aber ich zahle die 100% zurück. Und ich weiß auch, dass ich das schaffe. Und ja, was die Leute da draußen reden. Haters gonna hate, ja. Also da würde ich sagen, irgendeiner von uns hat hier keine Realität mehr. Ich weiß nicht, ob wer von euch schon mal einen Sanierungsplan gesehen hat. Da sitzt durchaus auch Arbeit drin und die machen sich dann teilweise Gedanken, welchen Wert dieser Locher hier hat. Da stehst du vor und fragst dich, was will die jetzt von mir? Ja, also... Das war nicht ich, da ist ein Arbeitgeber von mir pleite gegangen.
Und da habe ich Konkursausfallgeld, so nennt man das im Volksmund, gekriegt. Da hast du auch nur Ärger mit. Und da hing ich dann mit Urlaubsansprüchen, die ich noch hatte und nicht mehr nehmen konnte und so weiter, hing ich dann da als Gläubiger mit drin. Und somit habe ich den Sanierungsplan, von dem er gerade spricht. Mensch, Junge, sei froh, dass es überhaupt einen Sanierungsplan gibt. Normalerweise werden solche Unternehmen wie deins vom Insolvenzverwalter zugemacht. So. Apropos Haters, die Leute, die jetzt wahrscheinlich auch unter deinem Video kommentieren werden. Ja, es werden wieder viele Leute kommentieren, der macht das nur wegen Geld, der macht das nur wegen dies, der macht das nur wegen das. Ich und KS können auf jeden Fall sagen, dass wir nie wegen Geld angefangen haben, YouTube-Videos zu drehen. Wir haben 2 Jahre lang keinen Cent verdient bei YouTube-Videos. Ich bin nebenbei noch arbeiten gegangen. Das heißt, alles, was wir uns da erarbeitet haben, haben wir uns selbst erarbeitet und sind selbst dafür verantwortlich gewesen, wie viel Geld wir verdienen, wie viel. Wir hätten das ja noch mehr ausreizen können eigentlich. Aber das war ja nicht der Sinn hinter unserer Arbeit und hinter unserem Hobby. Wir wollten einfach immer zeigen, dass wir coole Personen sind und sympathisch sind. Das war eigentlich, warum wir angefangen haben. Tja, was soll ich dazu sagen? Warum mache ich YouTube? Ja, genauso. Das ist eine Story, die kann eigentlich jeder erzählen, der aktiv auf YouTube ist. Wer steht denn mal ganz ernsthaft? Wer steht denn morgens auf und sagt, jetzt ab heute mache ich einen Businessplan und ich will nächsten Monat aktiver YouTuber werden und damit reich werden? Ja, einen Kanal kenne ich auch, aber das habe ich schon öfter gesagt, von dem Typen, der den macht, halte ich auch nicht. Der ist mir ganz sympathisch, versteht mich da nicht falsch. Aber der labert genauso ein Zeugs. Und ja, was er da sagt, hört man immer und immer wieder. In dem Moment, wo man seinen YouTube-Kanal an irgendein Netzwerk verkauft, YouTube One, Studio 71, Funk und so weiter, hört im Prinzip die Freiheit auf und da ist man im Prinzip in der Hartz-II-Sache gefangen, also scheinselbstständig, und man hat zu springen, wenn die Bosse das wollen. Die einzige Alternative ist, entweder gewöhnst du dir ein Leben auf Hartz-IV-Standard an. Dann habe ich einen Link zu, wie das aussieht. Und lebst dafür aber frei. Oder aber, weil ja das ist so, diese 800 Euro, die ich da anspreche, die sind, müssten möglich sein, mit YouTube zu erwirtschaften. Oder aber du gehst weiterhin arbeiten. Ja, und irgendwann kommt genau dieser Moment, wo du wieder zwischen allen Stühlen sitzt. Ja, aber ich habe so viel gelernt. Bei eBay vor gut 15 Jahren, Mitte der Nullerjahre, habe ich sehr viel Geld gelassen. Das ist gar kein Geheimnis. So, und YouTube erinnert mich von vorne bis hinten an eBay. Es kommt mir alles so total bekannt vor. Und daraus habe ich gelernt, dass ich gesagt habe, ja, ich mache YouTube. Und wenn der Kanal einen Huni abschmeißt, sage ich nicht nein. Da sind wir Lichtjahre weit von weg, dass da irgendwas passiert, ne? Aber jetzt bin ich dabei, den Faden zu verlieren. Ja, es wird niemals ein Hauptjob werden. Ich habe gerade noch auf meinem anderen Kanal so ein paar Diskussionen. Da geht es um Freifunk. Müssen wir jetzt hier nicht ausführen. Ich brauche als aktiver YouTuber ja eine Leitung nach draußen. Und die ist dieses Jahr, kann ich euch auch einen Link zu reinlegen, zusammengebrochen im November. Dann, wenn YouTube brummt, wenn auch meine Fans was sehen wollen jeden Tag und du stehst ohne Internet da. Der Nachbar hat Freifunk, der Nachbar hat Bundespostanschluss, da kann ich mich ja über meinen Handyvertrag auch einloggen. Weder das eine noch das andere funktioniert. Ne? Und jetzt kommen da so aus der Community, aus der Freifunk-Community so schlaue Hinweise, ja, dann musst du dich da halt mal ein bisschen selbst einbauen. Nee. Nee. Ich habe einen Job. Ich habe die normalen täglichen Dinge des Lebens, wie ja, schlafen, einkaufen, hat er gerade ja auch mehr oder weniger alles schon angesprochen. Ich muss ganz normal arbeiten, ich muss mich noch um die Besprache kümmern. Ich habe 2 Hobbys, nebenbei noch YouTube. YouTube soll schon kein Selbstzweck werden, bitteschön. Ne? Und dann den ganzen Theater mit dem Insolvenzverwalter, das habe ich ja auch alles noch um den Hals. Damit ist der Tag, damit ist das Leben ausgebucht. Und da fange ich nicht noch an, noch ein drittes Hobby mir anzulachen namens Freifunk. Entweder das funktioniert oder ich lasse es bleiben.
Und das begreifen die Typen nicht, die da wieder sitzen. Ist eine schöne Sache, ist eine gute Idee, ja. Aber nee. So, und das ist eben das Problem auch hier. Du sitzt permanent zwischen allen Stühlen. Wenn du dich selbstständig machst, dann musst du dich ähnlich wie Liv Lloyd mit allen Konsequenzen selbstständig machen. Einzige Möglichkeit. Und das heißt, du musst immer lachen, du musst produzieren. Es ist Arbeit. Ich habe auch keine Lust, nicht jeden Tag Lust, mich auf den Gabelstapler zu setzen. Aber das ist mein Broterwerb. Ne? So, und das beißt nichts. Da sitzt er zwischen allen Stühlen. Nur arbeiten aus Fun. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Ich war immer für jeden einzelnen Fan da. Also jeder Fan, der mich auf der Straße getroffen hat, zu denen war ich immer sehr nett, obwohl ich eigentlich down war. Auch jetzt die letzten 2 Jahre, kein Fan da draußen hat je bemerkt, dass irgendwas falsch mit mir ist oder dass ich arrogant bin oder sonst was. Ich habe mir immer die Zeit genommen für die Fans. Aber die konnten halt nicht hinter mich gucken. Also die konnten nicht in mich reingucken. Ich habe zwar gelacht und so bei den Fotos, aber im Endeffekt war ich dann wieder down und bin nach Hause gegangen zu meiner Familie. Ja, für die Zukunft auf jeden Fall will ich weitermachen. Mein Instagram-Account, den will ich sowieso, den werde ich mein Leben lang machen. Also den kann mir keiner wegnehmen. YouTube-Videos will ich auch machen, wieder mehr. Vielleicht jetzt nicht mehr so ein. So. Moment, den Instagram-Account kann mir keiner wegnehmen. Was macht der, wenn YouTube zumacht? Und erzählt mir nicht, das ist nicht möglich, das passiert nicht. Unnötigen Kram oder so was Sinnloses. Also ich würde schon das professionell starten und keine normalen Videos machen, sondern coole Videos, Sportarten-Videos, Challenges mit berühmten Leuten vielleicht. Alles Mögliche. Ich will auch Musik machen. Also wir haben ja, wo wir jetzt 2 Jahre da zu Hause gesessen sind, haben wir jeden Tag Musik gemacht. Auf jeden Fall wieder in den Rhythmus reinkommen, der auch Spaß macht. Was ist die Message an die Zuschauer da draußen, was du jetzt für wichtig empfindest? Also ich will mich bei meinen Zuschauern aufrichtig entschuldigen, dass ich nichts gepostet habe. Ich hätte schon viel früher mit der Geschichte rauskommen sollen, aber ich wusste nicht, wie ich das rüberbringe. Und ich war auch gar nicht so stark, dass ich das jetzt sagen konnte. Und ich wollte da damals auch mit dem Manager wollte ich gar nichts mehr mit YouTube zu tun haben. Vielleicht ist das der Grund, warum ich der Einzige bin, der einen Vlog über Insolvenz hat, dass die Leute sich nicht raustrauen. Aber ich habe auch so Probleme, wie er schon sagt, Leute zu finden, die sich vor eine Kamera trauen. Hat es noch keinen gegeben. Ich frage zwar immer alle Leute, die posten, aber irgendwie kommt keiner. Es stellen sich jetzt grundsätzlich ein paar Fragen. Ist das ein deutsches Verfahren? Ist das ein österreichisches Verfahren? Ist das eine Privatinsolvenz? Ist das eine Regelinsolvenz? Hat er das Verfahren beantragt? Hat er die Insolvenz beantragt? Hat das ein Dritter über seinen Kopf gemacht? Wir wissen, wir können nur feststellen, wir wissen nichts. Ne? Das ist das Einzige, was wir wissen. Ja. Postings und so weiter, ja, muss man mal gucken. Wenn er auf YouTube gesucht hätte, hätte er eigentlich über meine Videos stolpern müssen. Es gibt ja regelmäßige Blogger, gibt es eigentlich gar keinen anderen. Mal gucken, wenn er jetzt einsteigt, dann sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter, würde ich mir wünschen. Es gibt einen Fachanwalt für Insolvenzrecht, der regelmäßig auf Sendung ist. Ja, regelmäßig, unregelmäßig. Kraus Gendler heißt er. Der will mit mir aber auch nichts zu tun haben, trotz Anfrage. Ich habe mal mit irgendeiner Mitarbeiterin von dem telefoniert. Ja, mehr aber auch nicht. So, ja, und mehr ist da nicht. Es gibt zwar Dutzende von Videos, die sind aber alle immer uralt. Regelmäßig auf Sendung sind da eigentlich nur bis jetzt zwei, vielleicht, ich hoffe mal, dass er jetzt der dritte wird. So, aber da sind so viele Fragen, die sich stellen, wo wir nicht wissen, was will er jetzt, wo ist der Hintergrund, wo man wesentlich mehr Hintergründe wissen müsste. Gut, ich als Nicht-Rechtsanwalt habe ich schon eh Probleme, überhaupt mit dem Österreich, mit dem deutschen Recht zurechtzukommen. Und dann mit dem österreichischen auch noch, da wird es dann nochmal wieder komplizierter.
Neben diesen Logikfragen, ne? Wieso hast du, kannst du dir keine 30 Euro leihen, um nach Berlin zu kommen und da 5.000 Euro abzuholen? Da ist keine Logik drin, ne? Es sei denn, man kann da jetzt was rein interpretieren, ne, mit der, dass die Wahrscheinlichkeit, die 5.000 Euro dann zu kriegen, eventuell wieder null ist. Oder. Ja, vieles kann ich nachvollziehen. Ein paar Rätsel sind drin. Ja, gucken wir mal, wie das weitergeht. Ist interessant. Ich befürchte, dass es nicht der letzte. Es mag der erste YouTube 100 YouTuber sein, der pleite ist. Aber ich befürchte mal, dass es nicht der letzte ist. Es sind schon so viele Sterne am YouTube-Himmel verglüht, die beiden Cousins. Wo sind sie geblieben? Ist nur ein Beispiel von vielen. Die meisten Sterne gehen aber schon vorher bei 10.000 Abonnenten irgendwo unter. Der bloggende Bahnfahrer ist eins, Schnurrers Technik Ranch ist ein zweites, was mir so einfällt. Das sind etliche. Gut, entweder bleibt man auf dem Boden, wie meine Wenigkeit, und macht überhaupt gar keine Werbung und sagt, wenn es 42 Abonnenten sind, dann bleibt es eben bei 42 Abonnenten. Ja, und wenn es dann mal 4.200.000 Abonnenten werden oder 42 Millionen Abonnenten, ich weiß nicht, ob ich das will. Weil das, was er da gerade beschreibt, da bin ich mir ja drüber bewusst, ne? Dass du dann, wenn du, das ist mit dem Thema, was ich mache, ist das vollkommen unrealistisch, davon mal abgesehen. Aber man darf ja mal träumen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Den Spruch, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, gebt den Daumen nach oben und schreibt mir irgendwelchen Blödsinn in die Kommentare, habt ihr von mir auch noch nie gehört. Weil die ganzen negativen Seiten hast du dann ja auch und du musst sie refinanzieren. Gut, soll es das jetzt gewesen sein? Ich wünsche ihm, egal wie das jetzt weitergeht, ob er sich meldet oder nicht, ich würde gerne mal mit ihm persönlich reden. Ja, bei diesem Riesenunterschied, ich glaube nicht, dass da eine Co-Produktion zustande kommt, auch, aber man darf ja mal träumen. So. Ich befürchte auch, dass ich der bin, der da die Nachteile davon hat, all dieweil es einfach dann darauf hinauslaufen wird, dass ich unter Umständen wieder einen Ansturm dann habe, dem ich nicht mehr gerecht werden kann. Und es wird auch schon bei 100 Abonnenten schwierig, alle Kommentare immer noch im Griff zu behalten. So, sei es das. In diesem Sinne, ich sage Tschüss. Es wird wahrscheinlich nochmal wieder so ein Video geben zu dem FAQ-Video. Aber erst kämpfe ich jetzt mal mit der Technik. Ich hoffe mal, dass es jetzt geklappt hat und ich werde wahrscheinlich runter müssen von 4. Ich werde es wahrscheinlich nicht in 4K senden können. Muss ich gucken. So, jetzt aber. Tschüss.